Wir haben heute mal wieder Schmack auf Kuchen gehabt und deswegen habe ich mich heute endlich mal wieder dazu entschlossen, was zu backen und dass man solche tollen Kuchen ganz einfach hinbekommen kann. Nur wenn man eine tolle Backform hat, das zeigen wir euch jetzt mal. Denn ich habe einfach nur einen Rührteig genommen und den in so einer Backform gegossen. Das ist jetzt eine Form von Nordic Ware und wir zeigen euch einfach mal, wie wir es gemacht haben. Die Form, die ich jetzt hier dieses Mal benutzt habe, nennt sich übrigens Fairytale Cottage. Fairytale, Märchenhaus eigentlich. Aber ich würde sagen, das ist ein Feenhaus. Ein Hexenhaus hatte ich ja schon mal. Das hatte ich euch schon mal gezeigt. Das wäre dieses hier gewesen. Und das ist für mich ein Feenhaus. Ich habe mir jetzt für meine amerikanische Backform, die kommt ja aus Amerika, natürlich jetzt auch mal wieder ein amerikanisches Backrezept rausgesucht, habe mir das übersetzt auf Deutsch. Frischkäse-Rührkuchen, so ungefähr heißt es. Genau habe ich es jetzt nicht übersetzt. Ich habe es jetzt Frischkuchen, Frischkäse-Rührkuchen genannt, weil da Frischkäse drin ist und das eben ein Rührkuchen wird. Die Zutaten habe ich mir übersetzt. Ich setze euch das in die Infobox, das Rezept, dann könnt ihr das nachbacken. Und wer solche amerikanischen Rezepte hat und nicht diese Cup-Dinger zum Abwiegen, Abmessen, da gibt es im Internet auch solche Umrechnungstabellen. Die habe ich mir jetzt einfach ausgedruckt und habe diese ollen Cups in unsere Gramm umgerechnet. Gibt es für alle möglichen, also Mehl, Milch, Zucker, alles, was man so braucht. Du bist ja raffiniert. Ja, und das habe ich mir umgerechnet. Vor dem Einrühren des Teiges soll man immer schon den Backofen vorheizen. Das sind jetzt hier bei 170 Grad. Ich habe meinen Backofen jetzt einfach schon mal angemacht und habe mir die ersten Zutaten in meine Rührschüssel gemacht. Das sind 340 Gramm Butter, 225 Gramm Frischkäse und 6 Eier. Und das soll richtig dolle schaumig geschlagen werden und dann kommen die ganzen anderen Zutaten zu. Und das rühre ich jetzt so, also in der Beschreibung stand so ungefähr 4-5 Minuten. Also das dauert jetzt eine Weile mit Rühren. Also ich habe meinen Teig dann jetzt weiter zusammengerührt, habe dann jetzt Zitronenschale mit reingemacht, habe ein Viertel Teelöffel Natron, einen Teelöffel Backpulver, ich habe das Mehl dazugegeben, den Zucker dazugegeben und einen halben Teelöffel Salz. Und dann kann man das in die Form einfüllen. Die Form muss dafür aber gesondert vorbereitet werden, also erst einölen, also mit Butter machen die Amis das ja. Ich habe jetzt auch mit warmer, zerlassener Butter eingestrichen und dann melieren, richtig gut melieren, damit der Kuchen nachher auch richtig rausgeht. Und jetzt kann man den Kuchen dann vorsichtig in die Form einfüllen. Man soll die Form aber nicht mehr als drei Viertel befüllen, weil der Teig ja auch noch aufgeht. Und man will ja relativ gerade oben einen Abschluss haben, obwohl ich bei den Amis gesehen habe, die mussten oben immer abschneiden. Warten wir es ab. Ich habe sowieso viel zu viel Teig, habe ich festgestellt. Nächstes Mal muss ich für diese Form halt weniger machen, aber das muss man sich ausprobieren. Also mache ich dann eben noch einen kleinen Kuchen nebenbei. Also wenn der Teig eingefüllt ist, also ich denke mal, das sind jetzt so drei Viertel, dann soll man die Form noch ein paar Mal aufstampfen, damit auch wirklich der Teig überall hingeht. Jetzt hier zum Beispiel in die Bäumchen rein und dann bei, was habe ich gesagt, bei 170 Grad 55 Minuten erstmal in den Backofen. Und nicht zwischendurch aufmachen, sagen sie immer. Nicht aufmachen zwischendurch. Mein Kuchen ist jetzt fertig nach 55 Minuten. Der sieht doch schon super aus, goldbraun gebacken. Und weil ich ja so viel Teig hatte, habe ich einfach das Hexenhaus gleich auch nochmal mitgebacken. Und jetzt muss der Kuchen 10 Minuten in der Form stehen bleiben und was heißt auskühlen? 10 Minuten sich erholen, ausruhen, keine Ahnung. Es wird immer gesagt, lass den Kuchen 10 Minuten stehen und dann erst ausstülpen, sonst geht der nicht raus. Und die Erfahrung hatte ich auch leider. Ich habe den hinterher nicht rausgekriegt, ich kriege den vor den 10 Minuten nicht raus. Und ich habe es auch mit Backspray versucht, mal einzusprühen. Da ging der Kuchen erst gar nicht raus. Also da hatte ich überhaupt keine Chance. Also melieren, also richtig. Und woher wählst du jetzt die 10 Minuten? Die habe ich mir jetzt hier auf so einem Messdingens eingestellt, auf so einem Timer. Wo ist der Timer, zeig? Also wie gesagt, nach 10 Minuten ist der wirklich aus der Form geploppt. Das macht immer richtig Spaß, das umzudrehen und hörst du das so, geht das raus. Du kannst ja begeistert sein. Ja, das ist so genial. Man hat jedes Mal Angst, dass die schönen Bäumchen nicht rausgehen oder sowas. Oder, weiß nicht, aber flupp und dann raus ist es.
Und selbst wenn ihr jetzt nicht noch große Deko-Künstler seid, ihr könnt jetzt da noch mit Schokolade drauf gehen. Es gibt ja diese bunten Candy-Melts, die man jetzt überall schön drauf verzieren kann. Also meine Tante macht sowas perfekt. Ich habe dafür irgendwie nicht die Händchen. Und selbst wenn ihr da nur Puderzucker drauf macht, habt ihr einen wundervollen Kuchen gebacken für eure Liebsten. Eure Gäste werden euch bewundern für solche tollen Formen. Ich finde es immer wieder genial, wenn alle kommen und sagen, oh, ist das geil, sieht das schön aus. Und probiert es einfach mal aus. Ich habe jetzt hier einen Kuchen schnell mal für euch aufgeschnitten. Einen werde ich, ja, seht ihr, wenn man jetzt zwei gebacken hat zufällig, ich friere mal dann immer einen ein, dann hat man immer wieder was stehen. Man backt nicht zufällig. Ja, ich wollte ja eigentlich nur einen backen, aber dass es ja zwei geworden sind, weil es so viel Teig ist, ja, mein Gott, passiert. Beim nächsten Mal macht man entweder weniger Teig oder ich friere die eh dann ein und dann ist gut. Aber ich wollte euch zeigen, wie fluffig der ist. Also das ist wirklich ganz saftiger, toller Kuchen. Also das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Heute habe ich es endlich geschafft. Der ist wirklich ganz lecker. In dem Sinne, bleibt neugierig, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.